So. Jetzt bekomme ich auch mehr Heilung. Durch die Estus Flakon. Das seht ihr, Estus Flakon plus 1. Welcome home, speak then. Ashen One, to be a sovereign, I wish Ashen One. Farewell, may the. Aber da will ich halt, wie gesagt, ich will die Seelen noch ein bisschen sparen zum. Ihr wisst schon. Wo geht's denn jetzt aber weiter? Da bin ich gerade. Mit der Seelenkurve. Irgendwo muss es doch da weitergehen, bestimmt. Ansonsten kann ich mir jetzt nicht erklären, wie es weitergehen soll. Oder. Weil der Boden oben eingekracht ist, habe ich jetzt eine Chance, halt irgendwie weiterzukommen. Dass hier ein Schrein ist? Vor allem ist das ja für einen Covenant, dem ich gar nicht angehöre. So, hier gerade einen Weg rauszufinden. Irgendwo muss es doch hier rausgehen. In der Müllhalde hier. Voller Leichensäcke und Käfige. Sieht ein bisschen aus wie ein Minecrafts Keller. Ja, ja. Ja, so gut, hier unten geht schon mal nicht weiter. Ich schätze einfach mal, ich muss zur abbruchreifen Brücke. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich hoffe, das ist das richtige Gebiet, wo ich hin muss. Dass ich jetzt an diesem Baum da vorbeilaufen kann quasi. Also da, wo man eingekracht ist. Dass es da jetzt weitergeht. Ich weiß es nicht, aber man kann ja mal nachgucken. Vielleicht ist ja jetzt der Boden wieder da und ich kann drüber marschieren. Noch sind wir entzündet, das heißt, ich will nicht sterben. So, ich hoffe, das Upgrade der Axt hat ein bisschen geholfen. Oder allgemein Waffen upgraden, das hilft ja an sich ohnehin sehr gut. Einmal den Hund getreten. So, umgehauen. Einziger Weg, wo ich noch wüsste, wäre unten bei diesem Eisdämon. Dass es da vielleicht weitergeht. Aber ich glaube, da laufe ich nur geradewegs in meinen Tod hinein. Scheiß Köder. Da oben war ich auch noch nicht komplett gewesen, da hat es mich ja gekillt. Da ist bestimmt auch noch ein bisschen was zu holen, was Items betrifft. Können jetzt hier noch meine Hilfe anbieten, ne? Okay, ich glaube, hier geht's nicht mehr weiter. Hier geht's ganz und gar nicht weiter. Dann gibt's ja eigentlich nur noch diese eine Möglichkeit. Ich will nicht. Ich würde gerne helfen, aber dann sind meine Seelen weg. Das will ich auch nicht. Ja gut, dann gibt es ja für mich eigentlich nur diese zwei Möglichkeiten jetzt. Einmal da rechts entlang gehen, gucken, was ich da noch so finden kann. Und dann hier links in die in den Keller von der Kirche gehen. Andere Wege gibt es für mich nicht. Schrägstrich Optionen.
Mann, lass doch mal gut sein, du fette Sau. Das ist ihnen da scheißegal, ist, wenn man die angreift, ne? Ah, guck mal, hält mich jetzt sogar fast komplett. Ist ja schon mal nett. Och. Falschen Knopf gedrückt, Mann. So, irgendwie muss ich gucken, dass ich nach oben komme. Die Frage ist nur, wie. Wie komme ich hoch? Dankeschön. Das finde ich auch das Geile an... Na? Lässt sich von der Seite nicht öffnen. Geil. Au. Jetzt zum Teufel beschießt mich da mit Pfeilen. Ach, da oben auf dem Dach die Sau. Ach, hier ist ein Leuchtfeuer. Nutze ich direkt mal. Was ist denn jetzt? So, es ist aber die Frage, die ich mir stelle, wo bin ich hier? Genau. Aha. Okay. So, ihr Schweine. Au. Eine interessante Wendung, ne? Ich hätte so nicht gedacht, dass ich rausfinde, wo ich... Wo... Genau. Aha, unkindled, are we? Welcome to my abode. I am Cornix, an old pyromancer. A crow in his cage, as you see now. But here we are. An encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Klar. Most wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp. The pleasure is mine. Okay, da dürfte jetzt dann auch um Feuerbrandschrein sein, vermute ich jetzt mal. Solange die Pyromantie kostenlos zu erlernen ist, sollte man das auch nutzen. Das ist nämlich, das kann sehr mächtig sein, wenn man die Pyromantie gut einsetzt. Das ist wirklich nicht schwer. Und dafür muss man noch nicht mal ein Pyromant sein als Charakter. Ist zwar natürlich möglicherweise hier und da vielleicht zum Vorteil, wenn man es früher benutzen kann. Aber ihr seht man... Ich würde jetzt mal sagen, es ist noch relativ früh, wo man hier die Fähigkeit gerade bekommen hat. Aber nichtsdestotrotz, man sollte es auf jeden Fall ausnutzen, wenn man die Chance hat, es zu kriegen. Zumal man als Ritter sowieso direkt eines der stärksten Schilder hat, mit einer 100%igen, also mit einer 100er Chance, Pyromantie abzuwehren. Ich laber gerade Scheiße.
mit einer hundertprozentigen Chance die Angriffe abzuwehren, zu blocken. Das ist eine Fähigkeit, die ist sehr, sehr gut. Alter! What the fuck? Weltmeister am Runterholen oder was? Alter. Was anderes kann der auch nicht. Geht's noch irgendwie tiefer runter? Hier könnte ich mich noch runterfallen lassen. Ich glaube einfach mal, das ist jetzt der reguläre Weg, der mir zur Verfügung steht, den ich auch am liebsten gehen würde. Auf jeden Fall lieber als die andere Scheiße mit diesem Eisvieh. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr die vorherigen Parts zumindest geschaut habt, dann wisst ihr es auf jeden Fall. So. Arschloch. Hier ist nämlich ein Leuchtfeuer voraus. Das würde ich gerne. Nach unten zeigen. So, dann kommen die Leute nämlich hier hin, sehen die Nachricht. Ah, ach, da kann man runter. Da hätten wir aber noch ein Item. Das will ich mir noch holen. Feuerklauenring. Lass mich raten, der verstärkt Pyromantie. Erhöht Feuerangriffe auf Kosten der Schadensminderung. Also ein Ring, den ich derzeit nicht brauchen kann. Gut, dann haben wir das hier auch schon mal. Wie es jetzt weitergeht, wissen wir auch. Und zwar... Nee, bin blöd, von hier komme ich. Von da unten. Das heißt, ich muss gegen diese scheiß Eisfieder kämpfen, oder was? Dann kann ich mich auch wieder ins Leuchtfeuer hocken. Können jetzt hier probieren. Ne, so viel Seelen geben die nicht, ne? Gerade schon mit dem Gedanken gespielt, eventuell hier Seelen zu fahren, bis ich die 20.000 zusammen habe. Ach komm. Aber so viel Seelen bieten die ja gar nicht. Von daher lohnt sich das auch leider nicht. Fallen lassen hast du nicht. Aber irgendwo muss es dann hier auch eine Möglichkeit geben,
Da hinten ist die alte. Von der würde ich gerne fernbleiben. Wieso habe ich ihn jetzt nicht getroffen? So. Hier müsste jetzt noch ein Hund sein. Ach. Also eventuell könnte ich doch ein bisschen Seelen farmen hier. Es dauert halt nur ein bisschen. Logischerweise. Ach ne, den Blutfleck, den will ich ja gar nicht. Ich kann mir schon denken, wie die Scheiße. Wie die gestorben sind. Ja, komm noch ein Stückchen. Scheiße. So. Sind schon mal 15.000. Ich würde gerne wissen, wie ich da runterkomme. Lebendig natürlich. Wie ich lebendig da runterkomme.